Der Meistertrainer ist zurück beim VfB Stuttgart. Heute wurde Armin Fee hier der Presse vorgestellt in der Mercedes-Benz Arena und wir haben euch die wichtigsten Aussagen von Armin Fee kurz zusammengefasst. Eigentlich ist ein blödes Wort, aber es war so, dass ich eine Pause machen wollte. Ich habe mir relativ früh schon entschieden, dass ich im Sommer dann nichts mache, nur der VfB war die einzige Sache, die mich wirklich richtig interessiert hat. Ja, das hat natürlich, ich will jetzt nicht über die Vergangenheit sprechen, aber es hat natürlich mit der Vergangenheit was zu tun. Das ist ganz klar. Ist es nur Gefühlszahl oder? Ja, natürlich ist es auch ein Gefühl. Also es ist auch Kopf. Ja, beim Kopf soll man ein bisschen einschalten, aber es ist natürlich schon ganz einfach ein Gefühl für etwas, wo ich sage, danach, ich war ja nicht ganz unbeteiligt seinerzeit, als ich ging. Also ich bin zwar gegangen worden offiziell, aber es war ja nicht so, dass es allein die Entscheidung war derjenigen, die mich haben gehen lassen, sondern es war natürlich auch meine Entscheidung. Weil ich zu dem Zeitpunkt so gemeint habe, okay, es wäre vielleicht besser, was anderes zu machen. Und danach zu erkennen, dass es eigentlich, wieder eigentlich dieses bescheuerte Wort, dass es beim VfB schon sehr viele Dinge gegeben hat, die richtig gut waren. Tut ja auch ganz gut, wenn du dann mal woanders bist, um das zu sehen. Und dementsprechend habe ich immer wieder, auch wenn sich die Verantwortlichen ein bisschen geändert haben, aber zum VfB habe ich immer Kontakt gehabt. Die Gründe kann ich nicht beurteilen, aber jetzt mal war ja früher undenkbar, dass wir 15er werden. Ne? Also war der englische Sau, wenn wir 6er geworden sind. Ne? Und dementsprechend wollen wir versuchen, mit sehr viel Leidenschaft natürlich das Ganze auch zu gestalten. Ja, so ungefähr wie die Brasilianer und die Chilenen vor dem Spiel gesungen haben, sodass wir Leidenschaft einbringen. Ja, also die Entscheidung für Herrn Fee war ganz klar aufgrund der Erfahrung, der Begeisterungsfähigkeit und aufgrund der Gegenwart und der Zukunft und nicht aufgrund der Vergangenheit. Ich denke mal, dass er hier schon war, das ist sicher ein Vorteil, aber das war nicht der ausschlaggebende Faktor. Und bei uns ist jetzt Sportexperte Max Goll. Hallo Max. Hallo, servus. Du bist ja in den letzten Tagen oft bei uns auf dem Sender zu sehen. WM ist das Thema aktuell, aber heute wurde Armin Fee vorgestellt. Es geht los mit der Saisonplanung 2014, 2015. Was für einen Eindruck hat Armin Fee auf dich gemacht bei seiner Vorstellung heute? Er hat auf mich persönlich einen super Eindruck hinterlassen. Er war gut gelaunt, er war braun gebrannt. Er hat auch sein Aussehen thematisiert, das er für sehr gut befand. Und ich glaube, er kommt frisch aus dem Urlaub und hat richtig Lust und Bock, hier beim VfB was zu bewegen. Was glaubst du, was werden die Ziele sein, die Armin Fee jetzt in den nächsten Tagen schon angehen wird? Er möchte natürlich, denke ich mal, erstmal die Mannschaft kennenlernen, viele Gespräche führen und dann muss er auch entscheiden, wo er noch Transfers für notwendig erachtet. Und dann denke ich mal, dass jetzt viel Arbeit vor ihm steht mit vielen Tests, vielen Trainingseinheiten, Vorbereitungen und so. Und ich denke, ja, das wird er jetzt anpacken müssen. Ja, jetzt schon eine Prognose abzugeben, wo der VfB in der Tabelle in der nächsten Saison landen wird, das ist relativ schwierig. Aber trotzdem, Max, du als Fußballexperte, was glaubst du, wo landet der VfB mit Armin Fee? Man kann, glaube ich, schon einiges erwarten. Der Armin Fee hat es auch bei Eintracht Frankfurt gezeigt. Er hat die Eintracht aus der zweiten Liga in die erste Liga geholt. Und dann hat er im ersten Jahr direkt, ist er eingezogen mit seiner Mannschaft in das internationale Geschäft, in den Europapokal. Und ich denke mal, da hat Armin Fee bewiesen, dass er wirklich eine Mannschaft formen kann, auch aus No-Names. Und ich denke, das ist beim VfB möglich. Aber mit dieser Erwartungshaltung, mit Meistertrainer, mit dem Meisterjahr 2007 in diese Runde zu starten, wäre nicht von Vorteil. Max, ganz herzlichen Dank und wir, liebe StuggiTV-Zuschauer, sehen uns vielleicht auch schon heute Nacht wieder dann beim Achtelfinalspiel. Unser WM-Report wird erscheinen gegen 2 Uhr Deutschland-Algerien und die Einschätzung von Max ist dann auch wieder mit dabei. Von daher, wir sehen uns schon wieder in wenigen Stunden. Bis dahin, macht's gut, tschüss und ciao.